Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Origins. Ja, lange ist her und warum ist es lange her? Aus dem einfachen Grund, ich war krank. Ja, und das fast 2 Wochen lang jetzt und so langsam geht's aber wieder. Inzwischen muss ich aber noch husten. Aber so langsam aber sicher beruhigt sich die ganze Chose wieder und wir können dich unterschätz ihn bloß nicht. Weitermachen. Also Hände oben. Du lässt beim Haken deine Rechte sagen. Wir sollen hier unter anderem diese... Die Arena der Gladiatoren. Genau. Von hier rekrutiert das Krokodil also seine Privatarmee. Ich muss mehr darüber herausfinden. Mhm. Ja, genau. Wir sollen nämlich die Gladiatoren finden, die hinter Shadias Tod stecken. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, das war das Mädchen, das, ja, wie viele andere auch, quasi mit einem Stein behaftet ins Meer geschmissen wurden, auf den Grund des Bodens und dort dann wahrscheinlich... widerlich ertrunken sind. Entschuldigung. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Ja. Kann man so sehen. Kann man so sehen. So, wenn aber hier, das ist wahrscheinlich der, wo man sich einschreiben lassen muss, wenn man durch die Fresse geschlagen bekommen will. Hey, Nep. Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter. Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in 2 Teile spalten. Ah, hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn nicht? Ihre Statuen stehen neben mir. Okay, ja gut, also Götter sind das jetzt für mich nicht, aber okay, wenn ihr das so seht, dann bitte. So, Veridovix, der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Okay, was haben wir hier vorne? Herr! Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegern, der nach Ruhm sucht? Ja. Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Ein Map was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein. Nein, ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die 3-mal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Also, die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Ja, vielleicht. Siva ist ein kleines Nest. Sollten wir da aber mal hingehen? Ich sehe sie mir mal an. Genau, so sehe ich das auch. Ich würde sagen, wir düsen einfach mal eben schnell rüber. Aus Siva, das wäre die Heimat von unserem Charakter hier. Neuer Ort entdeckt. Nomarchenvilla im Fayum. Aha. Ja, wahrscheinlich auch wieder voll gespickt mit Schätzen und allem Dralalei. Oh, das interessiert uns jetzt einfach mal überhaupt nicht. Wir brettern eben schnell zu dem Obelisken und da bin ich mal sehr gespannt. Ostkrokodopolis. Krokodilopolis. Dieser Name immer, ne? Crazy. Das ist really crazy. So, pass mal auf. Da vorne ist der Obelisk. Da ist auch unser Ziel, da wollen wir hin. Moin. Oh, die tanzen hier, guck mal, wie schön. Bei denen ist scheinbar noch alles in Ordnung. Oh, wir müssen ein bisschen vor den Krokodilen hier uns hier in Acht nehmen, ich weiß nicht. Hm. Ja, wobei hier mitten in der Stadt Krokodile, glaube ich eher nicht, oder? Ich weiß es nicht. Da ist die Sivanerin. Aha. Moment. Sieht aus wie...
Bald? Mein Freund! Mein Bruder! Oh! Scheiße, schön dich zu sehen. Was führt dich denn in das Fayum? Ich hörte, es sei ein guter Ort für den Erfolg. Hm? Doch, nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenza. Was soll ich sagen? Ich folgte dem Ruf der Arena. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin. Aber komm, lass uns reden und trinken. Okay, die beiden kennen sich scheinbar. Das finde ich ja super. Ich sag dir, Bayek, mein Traum ist zum Greifen da, wenn man mir nur eine Chance gäbe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Ha? Deshalb kam ich ins Fayum, um ein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Oho, also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut. Das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge, mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Oh, es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. Ja, mal gucken, ob ich das wirklich so geil finde. Betritt die Krokodopolis Arena, wenn du bereit bist. Ja, Krokodilopolis. Ja, let's go. Aber wollten wir nicht erst noch einen saufen? Daraus wird wohl nichts, oder? Naja. Okay. Okay. Guten Tag. Sind die... Okay. Warum machen die uns nichts, hä? Wurden die irgendwie... gezähmt oder was? Voll krass. Ich dachte, wir sind jetzt voll gebumst, aber... Oh Gott. Hört sich das schräg an. Warum haben uns die Krokodile jetzt gerade nichts gemacht? Das verdutzt mich jetzt gerade ein bisschen. Aber okay, ist egal. Wir sind einfach mal glücklich darüber. Und freuen uns. Und düsen jetzt mal rüber zur Arena. Ich hätte auch das Pferdchen rufen können, aber ach, naja. Wir machen dann einfach mal eben so. Und dann wollen wir mal gucken, ob die gute Cancer uns da reinbringen kann. Du da! Alter, Maul! Halt's Maul! Bewegung, den Weg frei! Hey, was wollt ihr denn immer von mir? Beruhigt euch doch einfach mal. Was haltet ihr von der Idee? Ich bin ein Bürger, genau wie ihr es auch seid. So. Ihr Pisser. Pass mal auf jetzt. Erzähl dir jetzt mal einen, Bruder. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Iberer gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenza für dich bürgen kann? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ah, es gibt Schlimmeres. Kommt rein. Ja, wo ist das Arschloch von gestern hin? Plötzlich nicht mehr da, wa? Oh, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Jetzt gehen wir in die Arena vom Fayum und ich habe ein bisschen... weiß ich nicht, das wird glaube ich nicht ganz so einfach, was wir jetzt hier vorhaben. Aber mal gucken. Alter. Die Kämpfer auf ihren Einsatz im Ring. Was du riechst, sind Schweiß, Blut und reichlich Innereien. Wenn du anfällig dafür bist, dir in die Rüstung zu scheißen, dann tu es bitte hier. In der Arena wird dich kein Pharao oder Gott beschützen können, Medjay. Hier wirst du voraussichtlich sterben. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe. Solltest du wider Erwarten überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre. Und eine neue Chance zu sterben. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators.
Also gut. Wen haben wir? Ach, da ist Kallistos. Ja, Kallistos, ja, den kenne ich doch. Kallistos, ein ehemaliger Soldat des Ptolemäus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus, er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alter ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemäus Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten. Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht. Und es sieht so schön authentisch aus. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahmen. Kenzer kennst du ja bereits. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her. Bayek, Krokodilopolis begrüßt einen neuen Kempen. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als die, die ihn empfohlen hat? Na, wie wär's? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Ja. Okay, okay, okay. Ja, fängt gleich mal gut an hier, die Alte. Au! Sag mal. Ich sehe nicht wie der verschissenen Kamera. Nicht schlecht, alter Mann! Du brauchst mehr Stil und Schauspiel. Aber du langst ganz ordentlich zu für einen Wüstenhund. Nun gut, Kenzer. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Das war durchaus enttäuschend. Das ist das Pakt, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Ruhm. Die gallischen Brüder. Ich weiß, wer sie sind. Das waren die zwei Missgeburten, alles klar. Oh, die Arena ist schon prall gefüllt. Oh oh. Okay, sprich mit Felix, um den Kampf zu beginnen. Was sagt sie noch? Geht es dir gut, mein Freund? Du bist nicht ganz bei der Sache. Keine Sorge, die Nervosität legt sich nach dem ersten Kampf. Mir geht's gut. Aber erzähl mir mal, wie du hierher kamst. Das ist eine Geschichte. Ich wurde als Sklavin genommen, als Ptolemäus bei uns in Siva war. Ein krankes Schwein namens Septimius und sein Clan wollten mich benutzen. Aber ich konnte mir ein Schwert besorgen und schaffte es zu fliehen. Als ich hierher kam, nahm Felix mich auf, um mich auszubilden. Doch genug von der Vergangenheit, ha? Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dieses große Glück mit dir zu teilen. Bald schon werden die Zuschauer dich anbeten. Fast so sehr, wie sie mich anbeten. Ja, genau. Spalten wir die Sonne mit unseren Schwertern in zwei Teile. Hoho, das ist die richtige Einstellung. Sag Felix Bescheid, wenn du für unseren ersten Kampf bereit bist. Je eher wir anfangen, desto eher sind wir Meister. Okay, Felix, du alte Pissbirne, let's go. Moin. Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. Okay. Ich würde gerne gegen die gallischen Bastarde kämpfen. Aber das kommt wahrscheinlich erst noch. Huch, hier geht's gar nicht in die Arena. Moment, hier geht's raus. Wollen die unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Die tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Hey, die haben ja auch Bogen und so einen Scheiß, oder was? Ach, sie bewundern mich, Bayek. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Hey.
Ich reiß dir die Eingeweide. Ritima! Du Sohn, nein! Das war ein guter Anfang. Die beiden Wüstenratten sind zäher, als sie aussehen. Ey. Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Zack. 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 Ey. Keiner auf! Da ist Kadam. Kämpf so weiter, alter Freund, und wir werden einem reichen Patron auffallen. Moin. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. Hi. Eben kurz das Ding aufladen. Mhm. Ah, ist schon down, ist klar. Okay, dann bist du jetzt zwar mein Freund. Good. Nice. Motherfucker. Meine Robe ist in Blut getränkt, das war ein guter Tag. Ein Sieg für die Beschützer von Siva! Die neuen Lieblinge der Arena! Wer weiß, wie weit sie noch kommen werden! Euch zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Die Menge liebt euch! Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandfloh. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf die Nerven. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Also, stimmt, was Kenzer sagt. General Manager, oder? Könnte jeder der Gladiatoren für das Krokodil arbeiten. Vielleicht gibt es hier Beweise für die Aufträge der gallischen Brüder. Und auch für die Identität ihres Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach all der Zeit könnte ich endlich meine Chance bekommen, gegen die gallischen Brüder anzutreten. Und das verdanke ich dir. Ach, nichts könnte mir lieber sein. Was hat es eigentlich mit den anderen Aufträgen auf sich? Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen? Die Zeiten ändern sich, Seni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein. Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Der beste Weg, an das Krokodil zu kommen, ist ein Sieg über die Gallier. Als bräuchte ich mehr Gründe, um Shadias Mördern die Kehle aufzuschlitzen. Naja dann, dann würde ich mal behaupten. Okay, Felix. Felix. Ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier Spezialaufträge. Du hast dich verhört. Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Deine Arbeit, du vorwitziger Bluthund, ist zu kämpfen. Mehr nicht. Du verdienst dein Geld in der Arena oder überhaupt nicht. Dann werde ich genau das tun. Wir sind bereit. Na endlich. Man verlangt nach euch beiden in der Arena von Kyrene. Liefert eine gute Vorstellung, dann profitieren wir alle. Ich wusste gar nicht, dass ich dafür Geld kriege. Aber nice. Okay. Machen wir. Wo sind die Löwen? Oh. Da sind die Löwen. Hi. Wie oft kämpfst du gegen Löwen? Nur wenn Felix welche bekommt. Die sind viel teurer als Menschen, die sich freiwillig für eine Tracht Prügel melden. Es liegt wenig Ehre darin, Tiere zu töten. Töte oder werde gefressen. Und er ist eingesperrt. Alles ist gut. Solange wir ihn nicht freilassen. Ich hab doch dieses Spezialdings da unten gleich. Tut mir zwar echt über den Löwen leid, aber es geht leider nicht anders. Tut mir echt leid für den Löwen. Das macht das sehr ungern. Ich hoffe, ich werde jetzt von Unge nicht gestrikt. Das wäre sehr ärgerlich.
reißt dir die Eingeweide raus. Moin. Na, Brudi. Hier, nimm den. Du Arschrille. Sehr schön. Zack. Oh, noch ein Löwe. Ich dachte, die wären eingesperrt. Hi. Es gibt keine Regeln in der Arena, Seni. Oh, ist ja noch so ein Dicker. Oh, kämpft der mit gegen den Löwen? Ey, ey, ey. Ganz ruhig. Au. Ey. Komm runter jetzt. So. Oh cool, der Löwe geht auf den los. Perfekt. Das heißt, wir können. Muss der Typ gerade wahrscheinlich krallen. Wunderbar. Ja, oder auch nicht. Oh, ja, ja, oder auch nicht. Eher nicht, sagt er. Kurz warten, bis wir ein bisschen aufgehielt sind. Was ist das denn für eine billige Taktik? Oh. Okay. Perfekt. Wäre nie da gewesen. Ciao. Bis dahin. Gewonnen, Bitches. Wie Eric Bischoff, Alter. Die Beschützer von Siva haben einen weiteren Sieg errungen. Sind die gallischen Brüder die Nächsten? Nein. Oder vielleicht doch. Wer war der Typ gerade? So ein wichtiger Schnösel oder was? Kriegt gleich auf die Fresse, wenn er will. Okay, ich spreche mit Felix, um den Kampf zu beginnen. Ja, ich würde sagen, wir täuschen gar keine Müdigkeit vor. Let's go. Wo ist Kenza? Ihre Talente wurden heute woanders gebraucht. Diesen Kampf wirst du also alleine gewinnen müssen. Aber das wird schon. Noch ein Auftrag für diesen Patron? Kämpfer, die zu viele Fragen stellen, leben nicht lange. Der Beruf ist sehr gefährlich. Unfälle passieren. Ich will mich nur als würdig erweisen. Dann musst du gewinnen. Du kriegst eine Chance gegen die Brüder. Schlag sie und man wird dich bemerken. Ist Kenza wohl auf? Heiliger Anubis. Ich muss gewinnen. Oh Gott, und dann auch alleine gegen die zwei Spastenbrüder? Oh, na toll. Weißt du was? Shit ist das. Wo ist er denn? Oh, hast du dir wehgetan? Oh ja, hi. Moin. Schlapp mal ganz ruhig, Kollege. Au. Fuck. Ey, 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 bleib mal ruhig. Muss schön locker bleiben. Ja. Sehr gut. Zack. Nein, 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 nein. Würdest du das bitte unterlassen? Danke. Ah, warum? Okay. Dann halt so. Die Menschheit fehlt seine Partnerin gar nicht. Was für ein Kämpfer. Ja, geht. Mit Kenza hätte ich schon lieber gekämpft. Wer ist er jetzt? Ob du, dass ich da nicht an den Stacheln gehe? Bisschen unfair, aber pass mal auf, wir holen uns mal hier ein bisschen. Ja. Ja, 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 ja. Chill mal deine Base, Bruder. Toll. Bleib mal ruhig. Was ist das denn hier? Oh, kannst du da zufällig reinlaufen? Das wäre großartig, Junge. Okay. Kann er nicht, sagt er. Hi. Komm, lauf doch mal da rein jetzt. Lauf doch mal jetzt. Komm. Kannst du das? Oh. Er ist ein bisschen ungeil, der Typ, aber vielleicht. Schade. Scheiße, ich dachte, wir könnten ihn vielleicht. Siehst du zu, Krokodilopolis? Sehen wir hier den nächsten Herausforderer? Ist die Krone der gallischen Brüder in Gefahr?
Ja, das glaube ich auch, dass sie das ist. Ey. Ich lebe. Zack. Oi. Lass mal ganz ruhig. Ciao. Na komm. Wieso kann man eigentlich... Aua. Ey. Wieso kann man eigentlich... Wieso sind diese Dinger da, wenn man da überhaupt nicht reinfällt? Das ist viel zu lange. Er hat schon ein bisschen was drauf, der Kerl. Aber das ist mir egal. Zack. Stirb, du Hund. Oh yeah. So, die Frage des Tages, wo ist Kenza? Tut mir leid, dass ich dich allein ließ. Und auch kann ich stolz auf dich sein. Hatte Felix einen Auftrag für dich? Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel, unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Bayek. Das ist der ersehnte Moment. Unsere Chance auf den Umhang der Meister. Felix, wartet! Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass sie gleich sterben wird. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das so ein Gefühl gerade von mir. Ich hoffe nicht. Aber mal gucken. Ich würde mal sagen, let's go. Ach ne, wir müssen erst zu Felix. Moment. Komm mal weg hier bitte. Danke, auf Wiedersehen. Moin. Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Eure Zeit ist gekommen. Die Zuschauer sind es leid, dass Viridovix und Diovikos alle Gegner mit Links vernichten. Ich baue darauf, dass ihr es unterhaltsamer macht. Und eines noch. Tötet sie nicht. Meine besten vier Kämpfer müssen leben für die Revanche. Die Gallier haben denselben Befehl bekommen. Also gut, wir werden sie nicht töten. Aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für nichts. Das ist der Bayek, unser großer Moment. Als ob sich die beiden Gallierschweine daran halten, ganz ehrlich. Und unsere Namen auf alle Tempelwände kritz. Im feuchten Bums halten die sich da dran. Hier sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von Siva. Unübertroffen. Unbesiegt. Wir sind die gallischen Brüder. Alter. Die dürfen wir nicht töten. Ich glaube, ich will die aber töten. Oh, ihr hässlichen Viecher, Alter. Hey, du Opfer. Du aussiehst wie so Knecht. Jetzt kommt es! Jau! Da komm ich dir auf. Yeah. Was bist du denn? Alter, die sind krass. Komm, steh auf. Also, wir sollten erstmal. Digga. Fuck's mich ab mit deiner scheiß Kacksinn. Hast du so einen kleinen Penis oder was? Lass mich dir was Neues sagen. Man kann ja gar nicht wegrennen. Was ist das denn? Was war das denn für ein Technik-Move, Alter? Krass. Na komm. Fuck you. Ja, was bist du denn für der Mist, Alter? Lass mich in Ruhe. Hä? Ach komm. Das ist bescheuert. Gerade ein bisschen durch die Gegend drin, dass unser Dings aufgeladen wird. Oh, hi. Du Arsch.
Idiot. Hi. Neben. Den haben wir, glaube ich, zuerst platziert. Ja, Ziggy. Der ist gleich down. Die alte Pissbärne. Lass mich in Ruhe. Na komm. Wir schon haben den gleich, Mann. Nice. Perfekt. Jetzt ihn. Schon. Das ist gut, wenn der eine platt ist. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Ach ja, leck mich. Ja, genau, komm. Ja, Siggi. Okay, ein bisschen rumtanzen. Ein bisschen wegrennen. Ein bisschen aufladen können. Oh, bitte geh doch weg. Ich muss mich aufladen, Mann. Muss sie ein bisschen ablenken. Kriegst das hin. Nicht mehr in der Rennen. So, jetzt. So, wegrennen. Wunderbar. Komm, hol ihn dir. Ja, warum lenke ich den eigentlich die ganze Zeit ab? Nice. Super. Yeah. Sind die jetzt tot? Krokodil! Die gallischen Brüder sind besiegt! Für den Tod der kleinen Shadia verdient ihr den Tod! Mädchen am Leuchtturm? Das waren wir nicht, ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivana. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die doch, Beschützer von Siva! Wir sahen die Soldaten das Mädchen fangen und zu Berenike bringen, zum Krokodil! Sie hat dieses Kind ertränkt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun. Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Hm? Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau du. Wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet die Gefallenen? Nein. Ist es Leben? Bayek! Oder Tod! Du musst mich doch besser kennen. Tod! Bayek, du kennst mich doch! So, nun sind die gallischen Brüder dann wohl doch tot, würde ich behaupten, ne?